Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen weiter im Fluch von Naxxramas und kommen im heroischen Bereich jetzt zum zweiten Boss, der Großwitwe Ferlina. Und die? Ferlina bildet Akolyten aus. Ja, macht sie. Die mich anbeten. Naja, das wollen wir sehen. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Nun, das werden wir trotzdem machen. Okay. Wir starten durch und wählen dafür unser Priesterdeck, das wir speziell darauf abgestimmt haben. Ihr seht es an der linken Seite. Wir achten sehr, sehr stark darauf, dass wir ja Kombos haben, die wir schnell ausspielen können und die sie nicht schnell kaputt machen kann durch ihre heroische Fähigkeit. Deswegen können wir jetzt auch gleich Ragnaros hier rausschmeißen. Der Berserker hier ist sehr, sehr stark. Weil die meistens halt eben Gegner hat mit 2 oder 4 Leben. Und wir kriegen den wieder zurück. Okay. Lichtbrunnen. Perfekt. Den können wir behalten, weil wir ihn natürlich buffen können. Mit inneres Feuer. Und sie ihn nicht so einfach wegkriegt. Das heißt, wenn wir hier keine 5 Karten rumliegen haben, dann sollte sie ihn eigentlich nicht so schnell wegkriegen. Außer sie spielt natürlich ihren Ich darf nochmal 3 Schaden machen. Und hat besonders Glück. Hier, wir bekommen gleich inneres Feuer. Das legen wir entsprechend drauf. Zack. Jetzt macht er 5 Schaden. Wir hauen es drauf. Und spielen noch einmal die Heilung drauf, damit ihm möglichst nicht so schnell was passieren kann. Tötet sie im Namen des Gut. Da kommt genau dieser Dreierschaden, wo ich gemeint habe. Sie geht uns ins Gesicht. Macht aber nichts. Denn unser Lichtbrunnen ist dafür perfekt. Heilt uns wieder hoch. Und wir spielen mehr Schnappi. Nehmen sie weg, fallen runter. Und sie macht einen 4er Schaden. Und haut uns leider unseren guten Lichtbrunnen weg. Den hätten wir in irgendeiner. Also beste Kombination wäre natürlich gewesen Lichtbrunnen und gleichzeitig noch den Verdoppler rein zum Spielen. Und wir müssen jetzt natürlich schauen, wie wir die Schwerter wegkriegen. Schnappi wird uns da nicht helfen. Und er geht erst in der nächsten Runde, aber ich spiele ihn schon mal. Er hat natürlich den Vorteil, dass er uns eine Karte geben würde. Oh, aua. Jetzt macht sie... das hat weh. Okay. Die Karte muss eindeutig weg. Oder wir kopieren sie uns. Allerdings macht sie dann nochmal den blöden 10er Schaden. Deswegen, ja, zerstören wir sie. Lieber einmal hier drüber. Da drüber und alles weg. Klar, man hätte sie auch kopieren können. Dann hätten wir den 10er Schaden haben können. Folgt mir! Aber wir bekommen Gott sei Dank nochmal so einen 5er Schaden. Okay, und sie haut uns. Scherben wir auch noch mal um die. Sehr schön, wir bekommen eine Lichtbrut. Verdoppeln sie gleich, damit er nicht so schnell was passieren kann. Und geben die Runde ab. Tretet bei. Okay, der nächste. Und sie macht wieder ein schönes Spiel. Der Heldenfähigkeit. Coint noch und spielt. Ein Akolyt des Schmerzes. Okay, der Kartenzieher für sie ist natürlich recht blöd. Und mich sollen wir Ragnaros spielen oder die Karte verdoppeln? Ja, das bringt mehr, wenn wir die Karte verdoppeln. Damit können wir nochmal eine Lichtbrut. Ja, aber wir holen, kopieren uns eher schon einen 10er. So, welchen nehmen wir weg? Der da hinten läuft am meisten mit seinen 5 Schaden. Macht sie dann auch gleich noch weg. Sie kann nur eine Karte spielen. Und sie hat nur noch einen Akolyten. Und wir haben massig Schaden auf dem Feld liegen. So. Sie spielt alles aus. Jetzt langsam kriegt sie Angst. Und geht natürlich voll jetzt auf unseren Starken. Und probiert auch hier nochmal ein bisschen was zu machen. Spielt noch ein Ei. Und das ist natürlich eine miese Kombo. Ei und gleichzeitig Schaden drauf machen. Wenn wir es zerstören, kriegen wir einen 4-4er. Und ansonsten... Ach, guck mal, das ist doch perfekt.
Da haben wir einen Doppler. Schon macht er massig Schaden. Das spielen wir. Eine Eule wäre auch gut, aber ich glaube Lichtblut und Eule auf das Ei da hinten, damit das Ei einfach wirklich komplett nutzlos ist. Und der Schaden geht natürlich direkt ins Gesicht. 20 Schaden. Das kann sie nicht lang und oft mitmachen. Gut. Perfekt. Sie hat keine Möglichkeiten. Wir haben Matchball immer noch. Und wenn sie jetzt nichts ordentliches spielt. Sie probiert noch Kampfsohn. Und ja. Tja, tut mir leid. Das war's leider dann. Wir geben hier ein Schild drauf. Schauen wir nochmal, ob wir eine schöne Karte bekommen. Bringt uns nichts Besonderes. Können aber unseren hier nochmal hochheilen. Da unten haben wir den schönen Sechser-Schaden noch. Genau, den gibt's einmal. Dann die zweite und jeder normale hätte jetzt schon aufgegeben. Weil jetzt ist die Runde vorbei. Also ihr seht, gegen Verlina kann man eigentlich recht einfach vorgehen. Man muss einfach wirklich nur keine Karten auf der Hand haben und immer schöne Antworten haben und sich schön buffen. Mit dem Priester ist das sehr, sehr einfach. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Ja, die haben wir ja auch schon erledigt, also die Spinnenkönigin. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, tschüss! Hearthstone, Heroes of Warcraft.